in this bitch, I got 100 grand. Fuck, I'm ever thinking when I... Had a hell of a night, I spent 100 grand. Yo, la acere, yo, la mi gente, was geht ab, meine Besten? Euer Boy, Elmer, Cubanito, ist mal wieder back am Start. Und ja, mi gente, heute nicht auf den Streets, nein, heute sind wir im Stade de Suisse, das Stadion vom BSC Young Boys. Und was würde man anders machen, als natürlich hier eine extreme Fußball-Challenge. Und dafür habe ich nicht irgendwelche Gäste, zum einen habe ich von FIFA, hey, make some noise für Gareth Walker! Ja, muss so sein, denn wir haben einen Special jetzt noch. Professioneller Fußballer, sowas gab's noch nie. Hab beim FC Zürich gespielt, Benfica Lissabon. Und jetzt spielt er beim BSC Young Boys. Make some noise für Loris Benito! Bruder, alles gut? Ja? Wie fühlst du dich? Alles gut? Sehr gut, bin gespannt. Okay. Leute, ich bin mal gespannt. Ey, der erste professionelle Fußballer, Bro. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst, wie ich mich schlagen werde gegen dich. Und ja, viel Spaß beim Verlieren. Ja, Leute, auf jeden Fall werden coole Challenges machen. Was das für Challenges sind, das sehen wir gleich. Let's go! So, Mente, wir sind angekommen bei der ersten Challenge. Und zwar wird es so sein, Eckball, Corner, reindrehen. Jeder hat 3 Schüsse. Wer mehr reintrifft, der gewinnt die erste Challenge. Jetzt würde ich noch sagen, Schnick, Schnack, Schnuck. Der gewinnt, darf auch anfangen. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ich darf entscheiden. Ich würde sagen, ich fange an. Let's go. Gib mir jetzt die erste Challenge. Ich fange an. Oh mein Gott, Leute, einfach start the Swiss. Warte, warte. What? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Ist denn das die Possibility? Du bist kaputt. Komm jetzt, ich zeig mal hier. Nein, ich glaube nicht von hier, Leute, aber warte nicht. Jetzt mein zweiter Schuss. Ich schaff's. Oh mein Gott, das ist spicy! Der Druck, ist der Druck. Ist der Druck. Der ist wirklich. Ich hab mit Benfica gespielt. Unmöglich! Ey, wir sind so schlecht. 20 Franken, wenn du den reinhaust. Ja. Das Ding ist, wir haben vorher kurz versucht. Ich habe einfach von, glaube ich, 4, 2 reingemacht. Und direkt die ersten 2 hätte ich nicht machen sollen. So, mal schauen, was Loris jetzt macht. Ja gut, ey Leute, jetzt gehen wir rüber. Ich würde sagen, 1-0. So, Miente, wir sind angekommen beim Freistoßschießen. Jede 3 Schüsse und Loris zeigt euch jetzt, wie das geht. Oh mein Gott! Genau, Leute, so geht das. Wer mir trifft, der gewinnt. Und ey, 1-0. Also nur für mich. Let's go. Schnick, schnack, schnuck. Okay, dann. Darf ich wählen oder du muss ich beginnen? Ja. Ich glaube, du sagst jetzt, ich muss zuerst, ne? Ich muss das gut überlegen. Nein, ich will mal anschauen, was du drauf hast. Okay. Ich kann beginnen. Okay. Das Ding ist, ey Leute, das ist wirklich uncut, ne? Uncut. Der Feuer von ihm war auch uncut, ne? Erster Schuss. Chapeau, chapeau.
Loris Benito. Mal schauen jetzt, was der Junge drauf hat. Was? Come on! No way! Oh my God! Wer ist hier der Profifußballer? Ah, fuck! Können wir das nochmal wiederholen? Komm mal her. Auf jeden Fall, Bro. Jetzt muss ich schlagen. Und ja, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir zur letzten Challenge, weil es ja 1-1 jetzt. Ich habe die vorher gewonnen, erstaunlicherweise. Ja. Du hast hier gewonnen, erstaunlicherweise. Ja. Und ja, jetzt geht es zur nächsten Challenge. Let's go. So, Miente, wir sind angekommen beim Grande Finale. Loris Benito gegen the one and only Cubanito. Und ja, Miente, wir werden einen Trickschuss-Elfmeter machen. Loris, zeig mal, was man alles machen kann. Den vorher. Also man kann halt... Was erlaubt ist. Genau, genau. So zum Beispiel halt Hackenpass, Rabona und auch... Was erlaubt wäre auch das heute. Genau. Zeig es euch schon. Genau. In dieser Richtung. Noch mit zum Abschluss. Auf jeden Fall, ihr checkt das dann schon, wie gesagt. Trickschuss, Elfmeter. Und jetzt würde ich auch sagen, Schnick, Schnack, Schnuck. Wer beginnt? Schnick, Schnack, Schnuck. Alright, kann ich. Ich würde sagen jetzt, Finale, Loris, go first. Oh mein Gott. Pressure is high hier, ich habe keinen Bock zu verlieren, Mann. Okay, Loris. So, Loris Benito, sein erster Schuss. Mal schauen, was er im Locker hat. Zeig uns, was du in deiner Trickkiste hast. Oh mein Gott, er haut direkt raus. So, komm, unter Druck, 1-0. Ist okay, ist okay. Oh! Yeah, 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 yeah! Jared, let's go! So bad, so er greift zu Hacke. Zu stark! Leute, dann lasse ich ihn von England einfliegen, ja? Business Class, alles, sogar noch sein veganes Essen. Und jetzt kommt sowas drauf. Hate is gonna hate. Hate is gonna hate me, cause I'm blazing. Fuck, ich weiß kein Trickschuss mehr, Bro. Ja! Nein, Mann! Das Ding ist, ich darf ihn ja nicht zu fest zerstören, wisst ihr? Ansonsten will er kein Rematch mehr machen, oder? Hey, ganz fancy, ganz fancy. Da bin ich. Nein, nein, nein. Ey, 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 ey. Noch nicht. Aber heute noch, ne? Zählt er? Komm mal, Gareth! No! Ja, da hat man sich zu sehr aus dem Fenster gelegt, würde ich da mal sagen, oder? Leute, er darf nicht treffen! Er darf nicht treffen! Er darf einfach nicht! Yes! Gareth! Oh, why always me? Ja, jetzt geht's ins Stecken.
2:2, wenn ich richtig gezählt habe. Und ja, würde ich sagen, nur jeder bessere gewinnt. Ja Leute, ich will zeigen, El Mejor Cubanito. Der Gewinnerball. Was war los? Der Gewinnerball. Was war los, Bro? Ja, ich hatte heute nicht Glück im Torwart. war schade. Der Platz, Regen, Wetter. Ne, auf jeden Fall Leute, checkt ihn auf jeden Fall ab, unten in der Videobeschreibung. Loris, richtig guter Kicker, spielt beim BSC Young Boys. Und man muss sagen, du bist ja Innenverteidiger und Außenverteidiger, ne? Und von dem her, also für das, wir haben ja recht eigentlich eher Mittelfeldspielerübungen gemacht. Also richtig gut geschlagen und ja Digga, viel Erfolg. Vielleicht können wir mal wieder ein Rematch machen. Gerne. Wenn du noch möchtest. Absolut. Und Leute, schreibt doch mal ihr unten in die Kommentare, ja, ob wir mehr solche Challenges machen sollen und ob ihr auch wieder sehen wollt gegen Loris Benito. Dann schreibt das mal unten in die Kommentare und folgt ihm auf Instagram. Und folgt natürlich auch Gareth Volker und mir auf meinen Social Media Kanälen. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.